Perfekt. Ui, das hat sich umgedreht. Lol. Man kann alles größer machen durch Anschreien. Okay, das habe ich nicht gesagt. Da ist der Fuchs wieder. Okay, eine Quelle mit Wasser ist da jetzt. Jetzt schreie ich das Ding an. Sieht aus wie ein komisches Baby. Fuchs macht Wuff. Ja. Viel zu zweideutig. Nein, nicht viel zu zweideutig, denn es sollte zweideutig sein. So, jetzt haben alle drei einmal Wasser gelassen. Und... okay. Draußen macht's der Tütata. Das Ding kann ich nicht anschreien, aber ich habe auch noch nichts zum Reinstecken. Dann brauche ich wohl das Ding aus der Mitte, um das Ding aus der Mitte in dieses Vieh reinzustecken. Was auch immer ihr gerade versteht. Ihr seid schweinig. So, dann gehe ich mal hier hoch. Dann laufe ich hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht ist hier ja irgendwas, was ich einsammeln kann. Ja, du hast auch nichts reinzustecken, denke ich. Also ich glaube dir da einfach mal. Nicht nur zweideutig besser. Ja, ja, ja. Kopfkino. Mein Deutsch braucht eindeutigen Update. Ach man. Sorry, Update not found. Okay, das war nicht mal witzig. Das war kein bisschen witzig von mir. Von dir schon, ja. Das passt. Das ist ein bisschen. Okay. Löst er sich einfach mal wieder in Blätter auf? Ja, File Not Found ist schon viel witziger. Okay. Hier sieht's nicht so aus, als wäre da irgendwas Wichtiges. Außer mein Leben. Aber ist ja auch nichts Wichtiges. Aber dann kann ich wohl hier irgend... oh ja, anschreien. Geil. Da hinten ist was zum Holen. Ich frag mich, ob ich da gerade einfach so drankomme. Yes, da komme ich einfach so dran. Perfekt. Scherbe Nummer 2. Dann gehe ich gleich erst in das komische Schloss und laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Naja, in der Arbeit hocke ich im Büro im Raum Nummer 404. Und durfte nicht not found auf die Türschilder schreiben. Oh man. Das ist echt ein geiler Raum. 404, Raum not found. Oder Room not found. Oder Mitarbeiter not found. Oder Seragius not found. Okay, hier scheint es nichts Besonderes mehr zu geben. Außer ein bisschen Atmosphäre, die schön ist, aber naja. Ich habe nicht mal ein Büro. Also was mir allein gehört. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe einen Klassenraum. Das ist klasse. In einem Raum. Ey Leute, ich bin ein Tier 3-Sub bei mir selbst. Fällt mir gerade ein.
Ah, hier war ich doch vorhin schon mal. Lol, das merke ich erst jetzt, dass ich hier bin. Es ist auch kein einziges Büro, aber schön groß. Ja, schön groß muss es für dich sein. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Okay, da ist wieder das komische Schwein und ich rede nicht von mir. Einer aus meiner Klasse ist jetzt schwanger oder kommt und hier. Ihr Kind. Ja, das war's mit dem dritten Lehrjahr. Da würde ich mal sagen, nächstes Mal Gummi benutzen. Wäre schon klüger. Oder Kloeger. Auf kloege.de. Klug schreibt mit UE. Ich frage mich, wie ich manchmal eigentlich das meine Steuerung noch steuern kann. Weil ich halt das gerade so beschissen. Also den Joystick, das mache ich mit meinem Handballen und nicht mit einem Daumen. Das ist richtig weird. Und jetzt gehe ich hier lang. Sehen wir vor uns vielleicht. Ja, gut gemacht. Okay, hier kann ich mir so eine Frucht holen. Okay, vielleicht hole ich mir mal noch eine Frucht. Ein Schwein. Ja, ein Schwein, das kann nicht sein. Ich mir ein Bein. Hier, komm. Oh, mein Edgar. Oder darf ich den Namen nicht benutzen, weil Copyright? Von Paluten? Cool, jetzt komme ich hier in den Tower. Und fühle mich wie ein Bauer. Ich habe zu schlechtes in der... muss wieder gehen. Oh, schade. Aber danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Geil. Jetzt fühle ich mich eklig. Aber ich will das Ding anschreien. Ist da unten jetzt noch eine Kugel? Nein. Dann hoffe ich, ich kann die Kugel rausnehmen. Stimmt, schönen Tag noch. Okay, ich glaube, ich verstehe ein bisschen. Ich kann das ausnehmen und dann in die Richtung werfen. Bringt mir aber nicht. Aber ich kann... Ah, wenn ich das rausnehme, dann... Ah, okay. Vielleicht etwas später. Vielleicht hast du später besser. Ja. Dann vielleicht bis später. Außer das ist kein Bock. Oder kein Bock. Oder ich zock. Oder... Nö, keine Ahnung, was noch. Wenn ich das Ding hier anschreibe, bekomme ich dann eine neue Kugel? Nein, ich kann das nicht anschreiben. Okay. Also habe ich wieder ein Rätsel. Ich liebe ja Rätsel. Okay. Komme ich hier hoch? Nein. Nein, ich würde das gern wieder haben. Okay, ich leg das mal hier rein. Ja, ich kann die werfen. Und deswegen werfe ich die jetzt von hier oben nach da drüben.
heb die hier auf. Okay, ich muss die wohl von der Mitte aus direkt nach da oben werfen. Und zwar so. Ah, verdammt. Ich muss weiter an den Rand. Aber immerhin habe ich jetzt eine relativ gute Ahnung. Nein, das war zu weit nach links. Ach Mann. So, wieder rausnehmen. Perfekt. So. Und jetzt nach da oben. Und das Ding einfach hier draufstecken. Perfekt. Und ich bin frei. Okay, ich muss hier lang. Nach oben. Ja, Fuchs, ist doch alles gut. Ich fuchs mich da durch. Clap. Epic slow clap, please. Okay, dann gehe ich halt hier lang. Alter, fast runtergefallen. Das wäre unangenehm geworden. Richtig unangenehm. Hui. Wenn ich das nehme, geht das da oben zu. Okay. Und wenn ich das hier drauf lege, dann geht das da oben runter. Und wenn ich die hier drauf lege, dann geht das hoch. Aber ich muss ja wahrscheinlich da lang. Aber das heißt, ich muss irgendwie eine Kugel hier hinwerfen. Gibt dir das nicht eine neue? Nee. Eine fehlt mir leider. Also, sonst wäre das Teil offen. Nein, nicht wieder wegrollen. Oh nein. Sieht ja ebenso aus, als hätte... Ja, wenn ich eine in der Hand habe, dann öffnet sich das andere Teil wieder. Kann ich dich bitte hier hinwerfen? Warte mal. Nein, ah Mann. Ja, so ist schon mal gut. Und dann kann ich die hier da hinlegen. Dann geht das hoch. Dann kann ich hier hochklettern. Kann mir die Kugel nehmen. Kann die hierhin, warte, werf die von hier nach da, dann gehe ich wieder hier runter, hol die Kugel von da, leg sie nach, ich glaube da, ja, dann geht das nämlich runter, okay, dann kann ich hier hinspringen, kann mir die Kugel wieder nehmen. Und kann die Kugel da drauflegen, dann geht das schon mal runter. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich mich da hochhangeln kann. Und dass, wenn ich das jetzt wieder da drauf lege,
dass ich da auch hochkomme. Jawohl. Ich komme da hoch.